Christian, schön, dich hier im herrlichen München zu begrüßen. Ja, vielen Dank, schön hier zu sein. Danke, dass du die Zeit gefunden hast und ich bin schon ganz gespannt darauf, was du mir gleich alles zu erzählen hast. Aber vorher, Sonne scheint, blauer Himmel, ich habe was ganz Besonderes in der Hand, nämlich den Schlüssel vom neuen iPace. Oh yeah. Hast du Lust, eine Spritztour mit dem Wagen durch die Stadt zu machen? Sowas von. Dann übergebe ich ihn dir. Vielen Dank. Viel Spaß. Bis gleich. Und wir sehen uns gleich. Na, wow. Wie war's? Ja, Wahnsinn. Was ein tolles Auto. Hat Spaß gemacht? So macht Spaß, ja. Super. Welche Emotionen hast du denn, wenn du an dein allererstes Auto zurückdenkst? Boah, das war so ein Freiheitsgefühl, was ich erstmal so hatte. Ne? Plötzlich hattest du die Möglichkeit, mit ganzen 56 PS damals irgendwie von A nach B zu fahren und tun und lassen, was man wollte. Also das war ein ganz tolles Gefühl damals. Da sind es mittlerweile ein paar mehr PS geworden. Ja, ich hätte noch nicht zu träumen gewagt, dass ich dann irgendwann in einem Jaguar sitze. Und du hast die letzten Monate über die Serie aus dem Tagebuch eines Uber-Fahrers abgedreht und hast da bestimmt viel im Auto gesessen und viel über Autos gesprochen. Was stört dich am Autofahren? Eigentlich gar nicht so viel. Ich glaube eher so der Verkehr oft, also wenn es nicht so richtig zügig vorangeht. Leute, die zu langsam fahren, können mich zu Weißglut bringen. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob es ein deutsches Problem ist, aber Reißverschlussverfahren gibt es hier nicht so richtig, habe ich das Gefühl. Die Leute verstehen es nicht, dass man nach vorne fahren muss und dann erst rein, aber es ist eine andere Sache. Aber sonst, ich liebe es, Auto zu fahren. Ich bin schon als kleiner Junge, habe ich mir immer den Führerschein gewünscht und habe gleich mit 18 ihn damals gemacht. Und seitdem fahre ich eigentlich tagtäglich Auto. Gibt es jemanden, mit dem du gerne mal selber eine Spritztour machen würdest? Ja, da würden mir viele Namen einfallen, aber ich glaube, mein Opa. Väterlicherseits, denn den habe ich selber nie kennenlernen dürfen, leider. Weiß aber, dass er großer Auto- und vor allem auch Jaguar-Fan war. Der hat einen E-Type damals gefahren und den würde ich gerne natürlich in einem neuen iPace dann kennenlernen, ihm mal zeigen, wo die Technik hingegangen ist, jetzt mittlerweile voll elektrisch im Jaguar. Und ich glaube, das wäre eine ganz schöne Fahrt mit ihm. Meinst du, das hätte ihm gefallen? Ich glaube, das wäre genau seins, ja. Und als Schauspieler bist du viel unterwegs. Was machst du, um deine eigenen Batterien wieder aufzuladen? Reisen. Ich liebe es, unterwegs zu sein. Jetzt vor allem viel mit dem Auto natürlich in Deutschland unterwegs, da man jetzt gerade nicht reisen kann so richtig. Aber auch das macht wahnsinnig viel Spaß. War jetzt mit meinem Wagen im Schwarzwald unterwegs, in Freiburg, wo mein Vater herkommt, im Breisgau, was eine wunderschöne Ecke ist. Und ich liebe es. War Anfang des Jahres, noch bevor irgendwie die ganze Maskenpflicht losging, noch in Australien und Neuseeland und bin da rumgereist mit einem guten Freund und Kollegen im Wohnwagen durch Neuseeland, was auch eine ganz tolle Erfahrung war. Deswegen, das ist so das, was ich brauche zwischen den ganzen Dreharbeiten. Du hast es gerade schon kurz angesprochen. Die letzten Monate hat sich unser Leben ein kleines bisschen verändert. Mhm. Viele sind auch mal dazu gekommen, wirklich nachzudenken. Wie ging es dir da? Ja, war natürlich auch ähnlich. Ich hatte das große Glück, dass ich noch reisen konnte, aber dann stand so alles still, die ganze Branche stand still. Ich habe aber die Zeit auch so genutzt, einfach viel Familie zu sehen, Freunde wieder zu sehen, die ich lange nicht irgendwie sehen konnte. Und auch so ein bisschen zu gucken, um was geht's wirklich so. Ne? Man ist plötzlich sehr viel zu Hause, kann sich mit sich selber beschäftigen, hat Zeit. Und aber das tut auch mal ganz gut, so ein bisschen runterzufahren, ja, ein bisschen zu entschleunigen und zu gucken, was ist wirklich wichtig im Leben. Ja, vor allem diese Selbstreflexion. Ja, das ist total wichtig. Die hat, glaube ich, vielen sehr gut getan. Exakt, exakt. Ja, ich bin das zwar durch meinen Beruf schon oft gewohnt und ich kenne diese Phasen, wo man auch nicht arbeitet, nicht weiß, wie es weitergeht, diese Unsicherheit, die man jetzt so verspürt, die im ganzen Land, auf der ganzen Welt so zu spüren ist. Und da habe ich so einen kleinen Vorteil, glaube ich, durch meinen Beruf, dass ich diese Unsicherheit kenne und damit ganz gut umgehen kann. Aber das ist sicherlich nicht leicht und das sieht man auch so in der Reaktion der Menschen momentan irgendwie, dass eine Unsicherheit da herrscht und nicht jeder weiß, wie er das so ausdrücken kann und das manchmal ein bisschen unglücklicher ist, aber am Ende heißt es zusammenhalten und zusammen kommen wir dann da auch durch. Auf jeden Fall. Welchen Wert hat das Wort Luxus für dich und hat sich da in den letzten Jahren oder vielleicht auch Monaten die Meinung darüber etwas verändert? Ach, ich glaube, also Luxus für mich ist so eigentlich das machen zu können, also auch beruflich, was ich liebe, was mir Spaß macht, trotzdem die Zeit für mich zu finden, mit der Familie Zeit zu verbringen, mit den Freunden, das ist für mich irgendwie immer Luxus gewesen. Und ich glaube natürlich jetzt gerade durch die letzten Monate wird einem das immer bewusster, wie wichtig das eigentlich ist. Wie ist Luxus für dich in einem nachhaltigen Lebensstil vereinbar?
Ich glaube ganz gut. Es ist, man glaubt immer, dass es eine Riesenumstellung ist, aber am Ende ist es alles Gewohnheitssache. Ja, ich kann das ganz gut in meinem Lebensstil eigentlich vereinbaren, indem ich irgendwie jetzt weniger vielleicht mit dem Flugzeug reise und lieber ins Auto steige oder in die Bahn. Und so funktioniert das echt sehr, sehr, sehr gut. Kostja, du bist seit langem ein begeisterter iPace-Fahrer und jetzt steht hier neben uns das brandneue Modell. Auf welche Neuerung freust du dich ganz besonders? Ich bin ein großer Fan von Technik und ich habe gehört, es gibt das neue Infotainment-Programm Peavey, das jetzt noch einfacher zu bedienen ist. Darauf freue ich mich sehr. Und man kann den neuen iPace jetzt auch über Nacht aufladen, was natürlich grandios ist. Das stimmt auf jeden Fall. Und was würdest du Leuten raten, die jetzt gerade mit der Überlegung spielen, sich einen Elektrowagen zuzulegen oder im besten Falle den iPace? Was würdest du denen raten? Einmal reinsetzen und einmal irgendwie aufs Pedal treten. Dieses Gefühl, diese direkte Übertragung, die man hat, wenn man in so einem Elektrowagen sitzt, in dem iPace, das ist einfach gigantisch. Man hat Kribbeln im Bauch, das ist wie eine Achterbahn und wie gesagt, in 4,8 Sekunden auf 100. Was will man mehr? Ja. Auf jeden Fall. Und wenn du jetzt dir aussuchen könntest, was immer du möchtest, welche Verbesserung oder welches Feature würdest du dem iPace gerne mitgeben? Es gibt so Drehtage, die extrem lang sind oder auch Nächte, die etwas länger gehen. Und da vielleicht das autonome Fahren vielleicht am Ende nochmal für eine gute Rückfahrt. Aber ganz drauf verzichten will ich nicht, weil selber fahren macht dann doch zu viel Spaß. Das stimmt, aber das wird bestimmt in Zukunft noch auf uns zukommen. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, dass du dir die Zeit genommen hast und danke, dass du auch den Wagen einmal kurz gefahren bist. Ja, ich danke. Darf ich den behalten oder muss ich den? Nein, dann komme ich wieder. Okay, trotzdem danke. Danke dir, tschüss. Danke, ciao, ciao.